noch aus. Seite aus haben wir uns benachteiligt gefühlt, weil die Fortuna damals 10 Elfmeter in der Vorrunde bekommen hat, das in dem Spiel in der 90. Minute beim Stand von 1-0 für uns auch wieder einen Elfmeter bekommen hat, über den man mehr als streiten kann. Und deswegen war es unheimlich emotional. War mir aber relativ schnell klar, weil wir uns eigentlich auch von früher schon kannten und ich ihn als Trainer auch extrem geschätzt habe und auch ihn auch immer eigentlich einen guten Trainer fand. Und deswegen war mir klar, wenn wir uns irgendwann wieder sehen, wird das dann auch kein Problem sein. Auf jeden Fall versprechen, weil wir andere Positionen haben, ich kein Trainer mehr bin, Sascha kein Spieler mehr ist. Wenn wir das so wären und wir gegeneinander spielen würden und wir würden wird's kommen und es wäre ungerecht gegen, bei beiden, dann könnte das sich wiederholen, aber danach wäre es auch so, dass man sich wieder absolut in die Augen schauen kann.